INFPs sind sehr individualistische und lockere Seelen, die gerne die Vielfältigkeit des Lebens erforschen. Sie sind offen dafür, etwas über die Lebensreisen der Menschen zu lernen. INFPs haben oft eine lustige und freigeistige Natur, in der sie scherzen und träumen, und sie sind im Allgemeinen offen für Abenteuer. INFPs wirken oft etwas distanziert oder ruhig gegenüber Leuten, die sie nicht kennen. Aber im Inneren sind sie warme und fürsorgliche Menschen. Sie hüten eine verborgene Energie, die oft nicht nach außen durchscheinen kann. Wenn sie sich in guter Gesellschaft fühlen oder wenn sie über Themen sprechen, die sie interessieren, können sie sehr leidenschaftlich sein und sich öffnen. INFPs sind aktive Zuhörer und im Allgemeinen nicht wertend. Sie haben ein feines Gefühl dafür, wann der Punkt erreicht ist, an dem sie den anderen unter Druck setzen und er sich unwohl fühlt. Sie müssen auch nicht alles sofort herausfinden und schaffen lieber den Raum für eine entspannte Atmosphäre. INFPs finden einen Weg, um einerseits interessiert und aufmerksam zu sein. Andererseits wissen sie aber sehr genau, wann es zu persönlich wird. Obwohl sie bereit sind, sich mit anderen zu beschäftigen, sind sie in der Regel aber sehr private Menschen. Sie wissen selbst, dass sie sich nur langsam öffnen können, aber sei überzeugt, dass sie es tun werden, wenn du ihnen den Raum dafür schenkst. INFPs suchen immer nach dem Sinn, der hinter einer Sache steckt. Zum Beispiel neigen sie dazu, sich mit gesellschaftlichen Themen zu befassen, die die Notlage Einzelner betrifft, die normalerweise unterdrückt oder ignoriert werden. Sie sorgen sich dabei stark um die individuellen Bedürfnisse anderer. Diese Aufmerksamkeit konzentriert sich eher auf die emotionalen Bedürfnisse als auf die rein physische Ebene. Es geht ihnen um den inneren psychischen Zustand, um die Stimmung, mit der die andere Person dabei zu kämpfen hat. Jüngere INFPs haben oft eine akademische Ausstrahlung und wirken auf den ersten Blick etwas distanziert. Sie mögen es oft nicht, sich in das Zentrum von Spannungen zu begeben und sind bei Auseinandersetzungen eher Beobachter als Teilnehmer. Sie erforschen normalerweise gerne die Hintergründe einer Sache und genießen es, über Dinge zu sprechen, die uns Menschen beeinflussen. Selbstausdruck ist lebenswichtiger Zweck in einer Welt, in der sie als Individuum eher in Kommunikations- und Beziehungsnetzwerken existieren als in Hierarchien. Sie bevorzugen die ganzheitliche Denkweise und sie vernetzen sehr schnell alle Bestandteile zu einem Gesamtbild, haben aber oft Probleme mit dem Thema Struktur und Disziplin. INFPs wirken manchmal ein bisschen naiv, besonders im jungen Erwachsenenalter. In Wahrheit sind sie aber eher verspielt als kindisch. Viele INFPs neigen zu idealistischen Tagträumen und sehen das als ihren Fluchtweg. Manchmal aber auch als Mittel, um sich und andere kreativ und spielerisch zu inspirieren. Sie können damit ihre Themen und Leidenschaften in vollen Zügen in die Höhe treiben. INFPs haben selten einen ausgeprägten Plan davon, wie die Dinge sein sollten. Sie gehen die Sache oft spielerisch an und erkunden dabei ihren Weg. Diese Herangehensweise gilt nicht nur für sie selbst, sondern auch für alle anderen, denen sie nur ganz selten sagen, was sie zu tun haben. INFPs bevorzugen ein Leben, in dem Mitgefühl und Wertschätzung eine bedeutende Rolle spielt. Sie gehen Konfrontationen aus dem Weg und hassen es, andere im Stich zu lassen. Sie mögen es nicht, wenn Menschen zu sehr auf sie angewiesen sind oder wenn sie das Gefühl haben, dass sie sich an die Lebensstilerwartungen anderer anpassen müssen. Infolgedessen neigen sie dazu, Konflikte zu vermeiden und möchten ihr Leben lieber so leben, wie sie es für richtig halten. Das gilt aber auch für andere, in deren Angelegenheiten sie sich grundsätzlich nicht einmischen. Danke, dass du bis zum Schluss zugesehen hast. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse mir doch gerne einen Like. Wenn du den Kanal abonnieren magst, würde ich mich sehr freuen.
Hier bekommst du regelmäßige Beiträge zum Thema innere Welt, mentale Gesundheit und Persönlichkeitsentwicklung.